In diesem InDesign-Tutorial geht es wieder mal um einen Kundenwunsch. Ich wurde angefragt, wie man am besten solche Nummerierungen in InDesign macht, die mehrere Stufen haben. Ich möchte das mal ganz kurz erklären. Ich habe das mal hier vorbereitet. Und eigentlich geht es um diese Stufen. Adobe nennt das in InDesign so Ebenen. Und wenn man das mal verstanden hat, ist das relativ einfach, aber um die Logik verstehen, braucht es ein paar Punkte. Also, wir werden mit Einzügen arbeiten. Das heißt, ich brauche immer diese Einzüge, die Sie hier sehen. Also, ich habe hier ungefähr 5. Es geht immer um diese Breite hier oben, 5 mm. Der zweite Einzug, den ich eigentlich brauche, ist dieser hier, von hier bis hier. Das sind diese 13 mm. Und dann brauche ich noch diesen Abstand von der Zahl bis dahin. Das sind etwa 8 mm. Dann gibt es noch eine dritte Stufe, also dieses 3.2.1. Und der erste Einzug wäre hier 24 mm. Und der zweite Einzug hier wäre diese 11 mm. Das kann man abmessen oder wenn man es selber erstellt, kann man es selber machen. Aber diese Werte, die muss ich eigentlich rausmessen. Gut, jetzt geht es darum, dass ich für jede Stufe oder Ebene, also für das 1.2.1, einen Absatzformat mache, dann für die erste Ebene oder eigentlich die zweite Ebene die Einstufung, also 3.3.1 und 3.2.1 mache ich überall ein neues Absatzformat. Also fangen wir mal da vorne an. Ich gehe mal auf die nächste Seite und erstelle mir hier von dieser Nummerierung hier, mache mal eine Kopie, Absatzformat. Mache hier ein neues Absatzformat, nenne das mal Nummerierung Ebene 1. Ich nenne das nicht Stufe, sondern wirklich Ebene, weil es Ebene auch im InDesign heißt. Dann gehe ich hier hinein, ich sage, ich möchte so eine Nummerierung und jetzt macht er das 1 Punkt und er macht weiter eigentlich. Gut, alles das können Sie stehen lassen, Ebene 1, da müssen wir nichts ändern. Wo ich was ändere, ist hier. Ich mache Einzug, eben diese 5 mm, erste Zeile minus 5, minus 5 und hier brauche ich keinen Wert. Dann ist das schon mal gut. Mehr müssen Sie nicht einstellen. Okay, jetzt geht das, können wir das anwählen bis hier hinunter und hier kommt dann eine neue Stufe. Hier möchte ich nicht, dass es 4, 5 macht, sondern hier möchte ich, dass es 2, 3, Punkt 1 macht. Also brauchen wir hier ein neues Absatzformat. Neues Absatzformat. Ich mache das basierend auf dieser Ebene und nenne das kurz Nummerierung Ebene 2. Gehe hier hinein, sage als erstes Ebene 2. Gut, dann brauche ich hier dieses kleine Dächchen. Ich kopiere mir das mal und füge das wieder 1. Und sage hier 1 Punkt. Kein Zeichenformat, 1 Punkt. Und dann muss ich diese Werte ändern. Hier haben wir gesagt 13 mm Einzug. Jetzt springt es dahinter. Und da sage ich die minus 8, also diese 8 mm. Also habe ich hier bis hier 13 und von hier bis hier diese 8 mm. Ich glaube, mit diesen beiden Zahlen kann man gut arbeiten. Ebene 2, das hier hinein, okay. Und das haben wir jetzt auch, Ebene 2, also macht es 3.1, 3.2 und so weiter. Und das ist alles wieder untereinander. Und jetzt hier habe ich die dritte Stufe, da hineinziehen und dann 3.2.1 und so weiter. Also brauche ich nochmals ein neues Absatzformat. Nummerierung Ebene 3, aufgebaut wieder auf Ebene 2, Ebene 3. Und jetzt brauche ich wieder dieses Dächchen, und zwar hier, 2 Punkt. Dann hier den richtigen Einzug, das wäre 24 haben wir da gemessen, und hier nehmen wir minus 11. Okay, und dann haben wir die dritte Stufe, die geht jetzt bis hier hin, und dann haben wir schon alles. Hier noch dritte Stufe und jetzt ist alles eigentlich gut. Jetzt kann ich das einfach noch
machen. Das wäre dann die erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, erste, zweite, das geht bis hier, zweite und dann die dritte Stufe, erste Stufe, zweite Stufe und so weiter. Okay, so kann ich das machen. Ich gehe nochmals hinein. Wie gesagt, von hier bis hier sind diese 5 mm. Da habe ich gesagt, Einzug 5 und minus 5. Können wir nochmals kontrollieren. Hier habe ich gesagt, Ebene 1, hier nichts gemacht. 5 minus 5. Dann haben wir hier die zweite Stufe. Da können Sie sich diese 13 mm und diese 8 mm merken. Ich gehe in Ebene 2, 13 und 8. Hier habe ich dieses Dächchen 1 Punkt eingegeben und die Ebene 2. Dann haben wir noch das letzte, das wäre dieser Einzug, 24 und 11 mm. Auch hier habe ich das nochmals gemacht, 24 und 11, einfach mit Minus, Ebene 3 und hier habe ich noch das 1, also Dächchen 1 Punkt hatten wir schon, da brauche ich noch das Dächchen 2 Punkt und schon hat man das. Wenn man das viel braucht, kein Problem, wenn man das wenig braucht, schauen Sie sich auch dieses Video. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Nummerierungen in Adobe InDesign.